Steuern und Recht wird präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling. Nach der offiziellen Statistik ist der Glücksspielmarkt äußerst lukrativ. Der legale Umsatz allein beträgt ca. 25 Milliarden Euro pro Jahr. Bei so viel Geld ist der Gesetzgeber auf der Hut und hat Gesetze und Regelungen erlassen. Doch die wenigsten Spieler kennen sie. Glücksspiel und Recht. Was ist legal und was ist illegal? Was ist sicher und was ist wirklich unsicher? Der Faszination des Glücksspiels erliegen Millionen und gespielt wird in lokalen Wohnzimmern, Casinos und im Internet. Dies ist Hauke Flamming. Er ist Rechtsanwalt und somit mit Gesetzen vertraut. Doch Hauke Flamming hat noch eine zweite Seite. Er ist Spieler und vertraut dabei auf seine Geschicklichkeit und ein wenig Glück. Erster Spielort, ein Wohnzimmer. Die Szene ist alltäglich. Das Spielgerät ein Kartenset und jeder Spieler legt als Einsatz Bares auf den Tisch. Herr Flamming, was spielen wir denn jetzt hier eigentlich für ein Spiel? Ja, wir spielen Poker in der Variante Texas Hold'em. Das ist wohl im Moment am beliebteste Pokerspiel oder die beliebteste Poker-Variante der Welt. Die Scheine und die Karten fliegen über den Tisch. Die Nerven sind angespannt, je höher die Einsätze werden. So, dann erhöhe ich nochmal um 100, aber frag mich, ist das eigentlich legal, dass wir hier im privaten Rahmen um Geld spielen, also pokern? Das jetzt finde ich völlig unbedenklich, da wir uns jetzt einmal zusammen hingesetzt haben und angefangen zu spielen, da sehe ich keine Bedenken. Problematisch ist es dann, wenn wir uns regelmäßig treffen wollen, dann bewegen wir uns wohl im Bereich des unerlaubten Glücksspiels und damit im Rahmen einer Straftat. Zweiter Spielort, ein Lokal für Sportwetten. Die Gäste, oder sagen wir besser die Spieler, sind etwas scheu, mögen meist nicht gefilmt werden. Herr Flamming, worauf spielen wir denn jetzt hier? Ja, wir sehen, die Auswahl ist ja riesig. Ich würde vorschlagen, wir picken uns mal ein Fußballspiel raus und wetten mal gegeneinander und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Wetten kann man hier auf nahezu jede Sportart. Die Vielfalt ist für den Laien verwirrend. Es ist eine ganze Menge Fußballspiele, die gleich anfangen. Welche nehmen wir uns denn? Ja, ich würde vorschlagen, wir nehmen vielleicht mal ein Spiel aus der zweiten Bundesliga, den FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue. So, und wie viel wollen wir setzen? Zehner vielleicht. Okay. Und wer gewinnt was im Fall eines Falles? Ja, man kann hier schön die Quoten sehen. Wenn der FC St. Pauli gewinnt, dann hätten wir eine Quote von 1,37, wären also 13,70 Euro. Beim Sieg von St. Pauli 4,7 beim Unentschieden und 8,5, wenn Erzgebirge Aue gewinnt. Das heißt 85 Euro für denjenigen, der auf Aue setzt, wenn sie gewinnen. So ist es. Klingt gut. Der Rechtsanwalt hat ein Herz für Außenseiter und der Reporter für Kultvereine. Herr Flamming, Spiel geht gleich los, Wette abgeschlossen, eigentlich doch alles in Ordnung, oder? Eigentlich schon. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt gewinnen. Denn es gibt eine wesentliche Besonderheit. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass in aller Regel der Wettvertrag nicht mit dem Wettbüro vor Ort zustande kommt, sondern tatsächlich mit einer Firma im Ausland, wo das örtliche Wettbüro die Wette nur hinvermittelt. Das heißt, das könnte problematisch werden, wenn man das Geld irgendwann mal vielleicht beitreiben möchte. Vielleicht auch per Gericht. Ach ja, da war ja noch das Spiel zwischen Aue und St. Pauli. Das Leben hat ein Herz für Anwälte, nicht für Reporter. Dritter Spielort, eine Spielhalle. Die wenigsten Lokale dieser Art sehen so edel aus wie dieser Neubau vor den Toren Kölns. Doch die Spielautomaten sind die gleichen. Kleingeld ist überall ein Muss. Also ich habe hier irgendwas mit Obst gemacht, die Spielregeln habe ich nicht richtig verstanden und habe 2 Euro verspielt. Aber bin ich irgendein rechtliches Risiko eingegangen? Nein, das sind Sie sicherlich nicht. Zu dieser Art von Automaten existieren umfassende gesetzliche Regelungen, insbesondere in der Gewerbeordnung. Der Gesetzgeber hat konkret festgelegt, wie viel Geld ich in einer Stunde gewinnen kann, aber auch wie viel ich verlieren kann. Vierter Spielort, das Internet. Die Zahl der Online-Spieler kann man nur schätzen und zu den beliebtesten Spielen zählt auch hier Poker. Es gibt Webadressen, wo nur um Spielgeld gezockt wird. Doch direkt nebenan geht es um richtiges Geld. Einzahlen kann man mit der Kreditkarte. Online spielen Tausende Poker. Heißt das also, dass es ein legales Glücksspiel ist? Nein, da muss ich widersprechen. Es ist davon auszugehen, dass es sich um illegales Glücksspiel handelt. Dies vor dem Hintergrund, dass die Betreiber regelmäßig keine Lizenz in Deutschland haben, zudem im Ausland sitzen und dementsprechend derjenige, der sich an diesem Glücksspiel beteiligt, sich strafbar macht. Ein illegales Glücksspiel also. Aber in der Praxis ist dies fast bedeutungslos, denn die Behörden verfolgen bislang keine Online-Zocker.
Steuern und Recht wurde präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling.